Los geht's! Ja, hi! Unser erstes Kochvideo. Ich grüße euch. Also, wir haben uns... ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr das anschaut. Wie angekündigt schon, haben wir gesagt, wir möchten ein paar Kochvideos machen. Ja, da sind wir mit dem ersten. Bevor ich jetzt allerdings anfange, wollte ich mich nochmal kurz bedanken für die Unterstützung, die wir von allen Seiten erfahren haben, sei es von Gästen, Lieferanten, von Dienstleistern und, und. Also da kommt echt ganz viel Resonanz. Vielen Dank schon mal dafür. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun im Sinne, dass ihr zum Beispiel bei uns Gutscheine kauft. Wenn ihr einen Gutschein bestellen wollt, einfach eine Mail an uns. Mailadresse packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Natürlich gilt auch weiterhin Kanal abonnieren, liken, kommentieren, das Video teilen. Auch dadurch kriegen wir eine relativ große Unterstützung zusammen. Das wäre super. Was Höhe von Gutscheinen angeht, da bediene ich jetzt mich mal bei Editha. Schönen Gruß an der Stelle und an Christian. Und zwar nach dem Motto Give what you can. Ob 10, ob 20, ob 30, ob 100 Euro, das bleibt ganz euch überlassen. Wir freuen uns über jeden Cent und jeden Euro. So, dann noch, was wollen wir kochen? Und zwar haben wir uns dafür entschieden, Basic-Gerichte zu machen, grundsätzlich. Also, es wird jetzt nicht das große Gourmet-Menü, das große Gourmet-Gericht oder sonst irgendwas, sondern Basic-Sachen. Ich glaube, das können im Moment alle am besten brauchen, weil ihr seid zu Hause. Müsst jeden Tag kochen, wisst da nicht wie, was, wann mache ich da. Da wollen wir euch ein bisschen an die Hand nehmen, wollen euch zeigen, wollen auch zeigen, wie kann ich Sachen gut vorbereiten, um dann auch ein bisschen flotter sozusagen am Abend durchzukommen. An der Stelle vielen Dank für die ganzen Vorschläge und für die ganze Rückmeldung, was wir in dieser Richtung gekriegt haben, an Annika, an Patrick, an Leo, an Timo und. Also da sind echt viele Gerichte gekommen. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist ein Kartoffel-Knoblauchstampf. Viele Grüße an die komplette Laufgruppe hier an der Stelle. Wir werden machen, die Zeit ist soweit, Spargel mit Hollandaise, auch mal ein schönes Schnitzel und sowas. Ja, also das sind so ungefähr in die Richtung, die es gehen wird. Wenn ihr da Fragen habt oder weitere Vorschläge, packt es unten in die Kommentare von dem Video rein, schickt uns eine E-Mail, Adresse habt ihr unten drin oder ihr könnt das Ganze auch per Facebook tun. So, was wollen wir denn heute machen? Heute wollen wir machen was ganz, ganz Einfaches, eine Salatsoße. Da gab es eine lange Diskussion zwischen der Chefin und mir, ob wir das Rezept veröffentlichen sollen oder nicht. Ich habe gesagt, es sind besondere Zeiten, also werde ich mein Salatsoßenrezept veröffentlichen. Normalerweise ist es Betriebsgeheimnis, wissen auch ganz wenige. Viele Grüße an der Stelle an Jutta Fell-Rathmacher. Jetzt ist es raus, das Rezept gibt es jetzt offiziell. Kriegst keine Weihnachtsgeschenke mehr. Gibt's keine Weihnachtsgeschenke. So, also... Salatsoße. Das Rezept, was ich euch jetzt vorstelle, ist im Prinzip ein Basisrezept. Ja? Wie wir das dann weiter verfeinern können, das zeige ich euch gleich. Erstmal die Zutaten. Ihr braucht Essiggurken, ihr braucht Kapern, ihr braucht Zwiebeln oder Schalotten, ihr braucht einen normalen mittelscharfen Senf. Das hier, das habe ich schon gemischt, Salz, Pfeffer, Zucker. Ganz wichtig, Zucker, dann eine schöne Gemüse- oder Geflügelbrühe, relativ normal ein Basic-Essig und ein schönes Öl. Ich habe mich in dem Fall jetzt hier für ein Olivenöl entschieden, das haben wir damals mitgebracht, vor circa einem halben Jahr aus Spanien, wie wir auf der Laufreise waren. Wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch. Und zwar... So, da brauchen wir noch ein Messerchen. Und zwar, also, am besten macht ihr das Ganze entweder in so einem Standmixer oder mit einem Stabmixer. Falls ihr beides nicht habt, dann einfach jetzt die drei Zutaten, also sprich die Gurke, Schalotte und Zwiebel, einfach dann ganz fein schneiden. Und dann machen wir das Ganze einfach in der Schüssel und rühren das in der Schüssel glatt. Wir haben halt den Vorteil, dass wir den Mixer da haben. Die Kapern, die müssen wir nicht drüber hacken, die lassen wir so. So, wir geben das schon mal in den Mixer. Dann kommt da dazu
immer schon grob geschnitten, nicht wahr? Sollte man ein bisschen grob vorschneiden beim Mixer, auch wenn das hier jetzt ein Profigerät ist, was eigentlich relativ viel Power hat. Mehr Power. Einige kennen es noch. Ihr könnt es einfach alles da reingeben, außer das Öl. Das Öl bleibt bitte draußen. Also wie gesagt, die Geflügelbrühe und den Essig. So, dann wird es kurz jetzt ein bisschen laut. Übrigens, sorry wegen der Tonqualität. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da ein Richtmikrofon drauf machen kann. Allerdings haben wir dann doch festgestellt, die Buchse an der Kamera ist nicht fürs Mikrofon, sondern für den Auslöser. Also sprich, Christian, ich bringe dir dein Mikrofon dann gleich auch wieder zurück. So, jetzt wird es kurz laut. So, also die Masse bzw. die ganzen Zutaten, die haben wir jetzt schon mal angefangen zu mixen bzw. gemixt. Das ist das Ganze. Ich hoffe, ihr könnt es ansatzweise sehen. Jeanette hält es mal in die Kamera. Dass das Ganze eine relativ homogene Masse gibt. Da könnt ihr auch ruhig ein bisschen Power geben. Das macht dem gar nichts. Weiter geht's. So, wenn ihr das Ganze glatt gemixt habt und wieder den Deckel aufbekommt, dann lasst ihr jetzt ähnlich wie bei einer Mayonnaise das Öl in einem langsamen Strahl hin dazu laufen, dass es schön homogen wird. Es muss nicht zu langsam sein, aber bitte auch nicht alles auf einmal reinschütten. So, wenn dann alles drin ist, einfach nochmal für ein paar Sekunden Vollgas geben. So, und eigentlich war es das schon. Fertig ist die Salatsoße. Wie könnte ich die denn jetzt geschmacklich abrunden oder aufstocken? Oder also, wenn ich ein Himbeeressig-Dressing will, etc. Also, wie gesagt, das ist ein absolutes Basic-Rezept, was ihr sozusagen für alles hernehmen könnt. Für Blattsalat, wenn ihr einen Krautsalat machen wollt, wenn ihr einen Nudelsalat machen wollt und. Könnt ihr mit dem alles machen. Das Schöne ist, wenn ihr das jetzt heute produziert bzw. herstellt, die Zutaten logischerweise alle topfrisch sind, dann hält sich das gut und gerne mindestens eine Woche. Ihr könnt das Ganze entweder dann in Flaschen, in Gläser oder füllen. Ab in den Kühlschrank und dann hält es eigentlich wunderbar. Abwandeln. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr jetzt sagt, wie Jeanette zum Beispiel, ein Himbeerdressing. Also, dann lasst ihr zum Beispiel einfach Kapern, Gurken und Zwiebeln weg. Nehmt statt dem normalen Essig, nehmt ihr einen Himbeeressig und könnt auch ein paar frische Himbeeren oder andere Beeren oder einen Himbeermark dazu machen. Wenn ihr ein Knoblauchdressing wollt, macht einfach ein paar Zehen Knoblauch dazu, das vorher vielleicht ein bisschen anrösten, dann wird er ein bisschen geschmacksintensiver. Walnussdressing, einfach hergehen, ein paar Nüsse mit drunter mixen, ein schönes Walnussöl nehmen. Kartoffeldressing. Kartoffeldressing zum Beispiel, sagt Jeanette gerade, hat Patrick gefragt. Ganz einfach, gekochte Kartoffel, bisschen klein stampfen, dazu machen, muss man vielleicht einen Schuss mehr Brühe dazu machen, weil das ein bisschen dicker wird. Ansonsten, wie gesagt, packt euch das dann in den Kühlschrank und dann habt ihr im Prinzip jeden Abend ratzfatz einen Salat fertig. Ja, von meiner Seite aus fürs erste Rezept war es das. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, packt es in die Kommentare rein, Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt euch aus, besser wie ich wahrscheinlich. Das war es soweit vom Weinreich-Kanal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.